Gifte ist ein wichtiges Thema, wenn es um Gesundheit geht. Wir haben bereits ein paar Mal darüber gesprochen. Heute zeige ich dir ein anderes Aspekt, worauf du achten sollst. Als ich vor mehreren Jahrzehnten meine Amalgamfüllungen in meinen Zähnen bekommen habe, hatte mir mein Zahnarzt hoch und heilig versprochen, dass dieses Quecksilber, was dort enthalten ist, absolut gesundheitsunschädlich, nicht relevant ist, und an dieses Märchen habe ich damals geglaubt. Inzwischen gibt es mehrere wissenschaftliche Nachweise, dass das nicht so ist. Heute werde ich die Ergebnisse von einer wissenschaftlichen Studie zeigen, die richtig gravierend sind. Die Leute haben untersucht, wie weit Neuronen, also das sind diese Bestandteile, aus denen dein Gehirn besteht, wie weit die Neuronen von der Lebensdauer von den toxischen Substanzen beeinträchtigt werden. Und die Ergebnisse sind verheerend. Ich zeige dir hier ein Diagramm, wo man untersucht hat, wie weit drei unterschiedliche toxische Substanzen die Lebensdauer von Neuronen beeinträchtigen und in welchem Maße. Man hat drei unterschiedliche toxische Substanzen verwendet, die auch in der Medizin, aber auch in Kosmetik oder vielleicht Lebensmittelindustrie breite Verwendung finden. Einmal ist das Thimerosal, eine sehr toxische Quecksilberverbindung. Das andere ist Aluminiumhydroxid, auch ein toxisches Mittel, diesmal mit Aluminium. Nicht so giftig wie Quecksilber, dennoch durch sehr große Verbreitung, vor allem in den Kosmetikas, ist das eine große Gefahr. Das dritte ist ein Antibiotikum mit dem Namen Neomycin, auch eine toxische Substanz, die bei vielen Menschen allergische Reaktionen hervorruft. Und jetzt schau mal auf dieses Diagramm, wo die Wirkung von diesen drei toxischen Substanzen auf die Neuronen gezeigt werden. Schon einzeln kann man sehen, dass die Lebenszeit von Neuronen drastisch verkürzt wird, wenn die toxischen Substanzen ins Spiel kommen. Und als Ziel hat man sich hier 24 Stunden gesetzt und zum Beispiel diese Thimerosal, diese Quecksilberverbindung, verursacht innerhalb von 24 Stunden, dass mehr als 60% von den Neuronen schon absterben. Das ist unheimlich große Zahl. Das war jetzt einzeln. Wenn die drei alle zusammenwirken, dann ist das 100%. Innerhalb von 24 Stunden. Und jetzt bedenke, dass diese drei Substanzen durchaus du auf einmal kriegen kannst, wenn du in der medizinischen Behandlung bist. Durchaus denkbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich halte mein Gehirn für das wichtigste Organ in meinem Körper. Deswegen möchte ich dich ein bisschen sensibilisieren auf diese giftigen Stoffe, damit du genau guckst, wo sie auftreten und vor allem, wie du dich davor schützen kannst. Weil zum Beispiel Aluminiumverbindungen sind zwar nicht so giftig wie Quecksilber, aber dadurch nur, dass die sehr verbreitet sind in der Kosmetikindustrie, bist du ständig damit konfrontiert. Zum Beispiel Deos oder Cremes, also alles in Kosmetika, was weiß aussieht, kann schon eine Aluminiumverbindung sein. Das geht sogar so weit, dass die Bayerische Landesamt schon bei den Laugengebäck, bei den Brezeln schon Aluminiumbestandteile nachweisen konnte. Bedenke bitte, dass diese alle Sachen zusammenwirkend viel verheerendere Wirkungen zeigen als einzeln. Es gibt eine ganze Liste von Lebensmittelzusatzstoffen, die werden als E und noch was als Ziffer deklariert. Ich würde dir empfehlen, dir die gesamte Liste genau anzuschauen. Ich nehme nur ein einziges jetzt als Beispiel zur Betrachtung, um dir zu zeigen, dass keine harmlosen Substanzen sich dort befinden. Zum Beispiel E102, Tartrazin, ist ein künstlich hergestellter Farbstoff, gehört zur Familie von Azofarbstoffen und alle sind mehr oder weniger schädlich. Zum Beispiel E104, 110, 122, 124, 129 und so weiter. Das ist nur ein Beispiel.
Schau mal bitte, weil wenn du zum Supermarkt gehst und irgendetwas kaufst, fast auf allen fertigen Produkten, die durch Lebensmittelindustrie hergestellt wurden, also keine Frischware, sondern irgendwelche Konserven, die haben reichlich diese E-Stoffe drin. Und wenn du das alles nicht in diesen Mengen verzehren möchtest, dann such mal am besten nach Alternativen. Hier ist noch was zu vermerken, und zwar, dass diese ganze Belastung, die wir haben, inzwischen so massiv ist, dass du nicht mit einem Gift zu tun hast, sondern mit Hunderten oder mit Tausenden davon. Zum Beispiel in der kleinen Schweiz werden jährlich 1400 Tonnen Pestizide, Fungizide und Giftstoffe, die die Landwirte auf die Felder bringen. Das sind alles giftige Substanzen. Dieses kleine Insekt wird sofort getötet, bei dir dauert es nur länger. Aber die Wirkung ist genauso toxisch wie für dieses Insekt. Diese ganzen giftigen Stoffe, die verpuffen nirgendwo. Die gehen mit dem Regen ins Grundwasser und das ist nur eine Frage der Zeit, wann es wieder aus deinem Wasserhahn rauskommt. Und jetzt zeige ich dir eine Karte der Schweiz vom Jahre 2011, wo bereits damals mehr als 20% von allen Wasserquellen in der Schweiz die Normwerte überstiegen haben. Schon damals. 9 Jahre zuvor waren die Belastungen nur halb so groß. Wie es 9 Jahre später war, konnten wir nicht feststellen, weil die Leute, die die Grafiken erstellen, erfinderisch sind und das, was 2011 noch als giftig gezeigt wurde, war später als nicht relevant eingestuft und dadurch war die Karte schon nicht mit so vielen roten Punkten versehen. Was möchte ich dir damit sagen? Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du in irgendwelchen auch offiziellen Quellen vollständige Informationen bekommst. Such mal selber. Glaube nicht an alles, was dir gezeigt wird. Such mal selber. Guck mal dir die ganzen Giftstoffe genauer an und dann suche nach Alternativen. Mit diesem Beitrag wollte ich dir keine Angst einjagen. Ich wollte dich nur sensibilisieren, damit du selber guckst, was du kaufst, was liegt auf deinem Teller, womit belastest du dich und wo gibt es Alternativen. Und Alternativen gibt es immer. Such mal nach diesen. Die wirst du sicherlich finden. Das war's für heute. Ich wünsche dir alles Gute mit den alternativen Lebensmitteln. Und ich hoffe, dich wieder nächstes Mal als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Alles Gute, Ade, ciao.